hast du ja wunderbare Beute. Ich gebe dir dafür 2 alte Paar stinkende Stiefel und einen hässlichen Stein. Das ist GameStop. Eines der bekanntesten Videospielläden der Welt. Berühmt dafür, Leute einen absolut schrecklichen Preis für Spiele und Konsolen zu geben. GameStop hat nicht den besten Ruf. Ausraster wegen Überstunden, Ausraster wegen schlechten Preisen. Nice. Oder halt solche Ausraster. It is man. What you said, sir. Once again, it's man. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Und ab 2015 kam das dunkle Zeitalter für GameStop, die Digitalisierung. Durch die Digitalisierung und der Möglichkeit, Online-Spiele zu kaufen, sinkten die Zahlen der neuen GameStop-Läden immer mehr ins Negative. Und Leute waren immer weniger daran interessiert, in Läden zu gehen, um ein physisches Spiel zu kaufen. 2019. 2 Unternehmer, Michael Burry und Keith Gill, investieren trotzdem in die schlecht dastehende GameStop-Aktie. Michael Burry, Großinvestor, Arzt und Schauspieler aus dem Film The Big Short. Und Keith Gill, ein Reddit-User mit einem kleinen YouTube-Kanal zum Thema Investing und einer Vorliebe für Katzen-T-Shirts. Keith Gill entschied sich dazu, sein Investment in einem Subreddit namens r/WallStreetBets zu posten. Auf Reddit gibt es für gefühlt alles auf der Welt ein Subreddit. Für Katzenfotos, für Fußfotos, für Leute, die Russenhocke machen, für Fotos von Vögeln mit Armen, Wölfe mit Wassermelonen oder eben Leute, die Brot an Bäume tackern. Verdammt, habe ich etwa meine Pillen wieder vergessen. Und halt eben WallStreetBets. Ein meme-lastiges Subreddit für Hobbyinvestoren, in dem Leute ihre Gewinne oder meistens Verluste posten können. Hauptsächlich werden aber Wolf of Wall Street GIFs gepostet und Leute regen mit Shitposten und Memes zum Investieren an. Und die Leute in der Community nennen sich gegenseitig Retards und Apes, verständlich. Denn beispielsweise gibt es da den User AnalPharma2, ein arbeitsloser Student mit $110.000 in seinem Account, verdient durch Online-Business. Macht einen sogenannten YOLO-All-In-Move in eine Aktie und macht über $500.000 mit 19 Jahren, nur um dann alles davon in einem weiteren All-In-Move zu verlieren. Für die Leute auf Reddit war das pure Unterhaltung und ihm wurde daraufhin geraten, einfach einen grünen Stift zu nehmen und eine Linie auf das Handy zu malen. Passt schon so. Oder der User Control the Narrative, der in seiner Trading-App einen Infinite Money Glitch fand, daraufhin dann alles live vor laufender Kamera verlor und somit zu einer lebenden Legende in Wall Street Bets wurde. Ein User hat komplett aus Versehen 110.000 gemacht und es gibt natürlich noch den Wall Street Bets Discord. Okay. Keith Gill postete seinen GameStop-Kauf im Subreddit und wurde für seine dumme Investition belächelt und runtergevotet. Doch er war der Meinung, dass GameStop gar nicht so schlecht aufgestellt ist, wie man meinen könnte. Die Firma hat genug Geld für die nächsten Jahre. Die neuen Konsolen kommen mit CD-Laufwerken raus und Spiele werden außerdem immer größer. Ich kann's kaum erwarten, das neue Fortnite-Update zu spielen. Dieses Gottverdammte. Hello, darkness, my old friend. Und Leute fangen deshalb wieder an, CDs zu kaufen. Doch 2020 kam Corona. Leute prügelten sich um Klopapier, verkrafteten den Lockdown überhaupt nicht und die Läden schlossen somit auch. Und dadurch sank auch der Wert von GameStop. Doch Keith Gill und Michael Burry hielten die Aktien, denn sie glaubten an ihren Erfolg in der Zukunft. Tick, tock, tick, tock. Und ihre Geduld zahlte sich aus. Am 8. Oktober 2020 stieg die Aktie von $8 auf $13. Keith Gills investierten $50.000 sind mittlerweile 2 Millionen wert. Und Leute auf Reddit fingen an, ihn für einen Propheten zu halten. Und investierten auch in die Aktie. Und somit wurde die erstmals kleine GME GameStop Gang gegründet. GameStop bis zum Mond. GameStop Gang. Kauft GameStop, unser Investment wird sich bald vervielfachen. Einfach Leute, die diese Aktie liebten. Der Kurs fing hier und da dann an zu schwanken. Keith postete weiterhin monatliche Updates von seinem Investment und die Leute vertrauten ihm. Wenn er noch drin ist, dann bin ich es auch, hieß es. Und dann fiel den Leuten etwas auf. Ein extrem großer Anteil der Investoren und Hedgefonds setzte gegen GameStop, also auf den Fall der Aktie. Hedgefonds sind quasi große Investorenverbände, bei denen die Leute alle so aussehen wie der Typ von Monopoly. Diese haben beispielsweise damals Milliarden auf den Fall von Toys R Us gesetzt und somit dafür gesorgt, dass es diesen Laden heute nicht mehr gibt. Du hast uns gute Dienste erwiesen, mein Freund. Außerdem manipulieren sie die Börse Nachweise, die schon seit Jahren, haben technische Mittel, die der kleine Reddit-Anleger nicht hat und können somit regelmäßig konsequenzlos Milliarden an Geldern macht. Die waren sehr unbeliebt bei den Redditern. Die Hedgefonds setzten also Milliarden an Dollar auf den Fall von GameStop. Und Leuten fiel auf, dass ein gewisses seltenes Börsenphänomen entstehen könnte. Der Short Squeeze. Sehr einfach erklärt. Ein paar Investorenkrokodile setzen darauf, dass der Preis von Bananen fällt. Wenn das passiert, machen die Krokodile eine Menge Geld. Ein paar Affen merken dann, oh, die setzen darauf, dass der Bananenpreis sinkt. Lasst uns viele Bananen kaufen, dadurch steigt der Preis der Bananen an und die Krokodile machen Verlust. Ein paar Krokodile sagen sich dann, okay, wir sind raus aus dem Geschäft und müssen aussteigen, bevor wir noch mehr verlieren. Dadurch und durch ein paar sehr komplizierte Börsenprinzipien steigt dann wiederum der Preis an und noch mehr Krokodile müssen aussteigen und es entsteht eine riesige Kettenreaktion und der Preis der Bananen könnte in die Höhe schießen und das bis in uns Endliche. Bruder. Bananen. Leute machten dann auf das Phänomen aufmerksam und ungefähr zur selben Zeit kommen auch die neuen Konsolen auf den Markt und werden ordentlich gehypt.
What the hell? Und ein Typ, der eigentlich Hundespielzeug produziert, wird Vorsitzender bei GameStop. Zwei gute Zeichen für die Firma und der Preis kletterte von $19 auf erstmalig $40. Cheers, everybody! Let's go! Woo-woo! Keith Gill postete seine Millionenprofite weiterhin auf Reddit. Leute machten die ersten Gewinne damit und die Aktie wurde von der jetzt noch größeren Affenhorde auf Reddit weiter hochgehalten. Das Magazin Vice widmete dem kleinen Hype den ersten Artikel. Doch der Mainstream und die großen Hedgefonds der Wall Street hatten immer noch nicht die leiseste Ahnung, was eine kleine Gruppe an Leuten im Internet da fabriziert. Und doch dann kam der erste Boss. Der Unternehmer Andrew Left, der selber gegen GameStop setzt, warnte die Leute von Reddit offen in einem Livestream, dass sie keine Ahnung haben, was sie da tun und der Preis bald wieder auf $20 fallen wird. Reasons why GameStop is going to $20. Die Redditor nahm ihn nicht ganz so ernst. Leute haben ihn daraufhin bei Tinder angemeldet, hackten seinen Twitter-Account und bestellten ihm nachts Pizza an die Tür. Sie wollten Kiwi-Pizza, richtig? Doch ein paar Reddit-Usern wird die Situation dadurch zu heiß. Und sie schlossen ihre Position. Es gibt ein weit verbreitetes Konzept bei Wall Street Bets. Diamond Hands. Diamond Hands heißt die Aktie halten, bis man am Ziel ist. Auch wenn Krisen und Hindernisse kommen. Das war das Motto der Redditor. Und somit stieg der Preis immer weiter an. Es war wie ein Lauffeuer. Erstens gab es mehr Memes und Shitposting, dann bekam mehr Leute davon mit, investierten in GameStop und das trieb den Preis hoch. Cheers, everybody! Cheers, welcome! Die Aktie erreichte schließlich $76 und die Armee der Affen war nicht mehr aufzuhalten. Januar. Elon Musk tweetete GameStonk und verlinkte das Subreddit. Elon Musk. Und die Aktie schoss nach oben. Erst auf die $243, dann auf die $360 und die Medien fingen überall an davon zu berichten. Außerdem sagten sie, dass Andrew Lefts Firma ihre Verkaufsposition geschlossen hat. Genauso wie eines der größten Hedgefonds der Welt. Doch für die Monkeys auf Reddit war das eine Falle. Sie glaubten, das seien Fake News, um Leute dazu zu kriegen, zu verkaufen. Die Redditor kannten die Regeln. Sie haben sich jahrelang durch sehr intensives Online-Training auf diesen Tag vorbereitet. Und somit hielten sie weiter die Aktien. Diamond Hands. Die Redditor kauften noch mehr. Sie wollten noch höher. Sie wollten bis zum Mond. GameStop. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Bislang konnten die großen Player an der Börse nach Belieben agieren. Jetzt haben die kleinen Anleger sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Nice. Der Preis stieg schließlich auf $500. Es war wie David gegen Goliath. Kleine Reddit-User mit Namen wie Potato in My Ass zwingten die größten Investoren der Welt durch Shitposting und Memes in die Knie. Goldman warnte daraufhin, dass eventuell die ganze Wirtschaft zusammenbrechen könnte. Und die Underground GameStop-Aktie wurde schließlich neben Tesla und Apple eines der meistgehandelten Aktien der Welt. Auf dem Weg zum Mond riss die Aktie außerdem andere Firmen wie AMC oder Nokia mit und der ganze Markt spielte verrückt. Es herrschte absolutes Chaos auf der Wall Street. Und doch plötzlich passierte etwas Unerwartetes. Auf jegliche Broker-Apps in jedem Land der Welt verschwand plötzlich der Kaufbutton. Viele Leute kriegten daraufhin Panik und verkauften sofort. Denn wenn keiner mehr kaufen kann, kann auch der Preis nicht mehr ansteigen. Außerdem schlossen ein paar Trading-Apps automatisch die Position der Kleinanleger. Und somit fiel der Aktienpreis innerhalb ein paar Stunden zurück bis auf die $120-Mark. Kurz vor dem Moment, in dem viele Leute fast Millionäre geworden wären. Ist die Börse etwa manipulierbar? War sie schon immer. Okay. Erstmal. Die größte Trading-App mit dem Namen Robinhood bekam den Shitstorm ihres Lebens. Denn immerhin warben sie damit, dem Kleinanleger eine Chance zum Investieren zu geben. Doch jetzt plötzlich nicht mehr. Robinhood wurde zum Sheriff von Nottingham. Zur gleichen Zeit versuchten die Massenmedien die GameStop-Geschichte aus den Köpfen der Leute auszutreiben. Erst hieß es, dass Redditor anstatt sich auf GameStop jetzt auf Silber fokussierten, was einfach nicht stimmte. Dann sind die GameStop-Investoren auf einmal weiße Nazi-Männer und zahlreiche Newsportale zeigten plötzlich, wie gefährlich es ist, Geld zu investieren. Die Verkäufer der Aktie sind plötzlich die Helden und zahlreiche Investoren beklagen sich live über die dummen Affen aus dem Subreddit, die die Börse durcheinander gebracht haben. Daraufhin hagelte es negative Bewertungen von Reddit-Usern für die Trading-Apps, nur damit Google diese mit einem Klick komplett entfernen ließ. Der komplett überflutete Wall Street Bets Discord-Server wurde daraufhin wegen Hassrede einfach aus dem Nichts gelöscht. Und eine Vielzahl an Bots wurde im Subreddit gefunden, die Leute dazu anregen sollten, ihre GameStop-Aktien zu verkaufen. Die Leute auf Reddit hatten das Gefühl, dass sie sich diesmal mit den großen Mächten angelegt haben. Es war eine tragische Story.
Leute, die spät eingestiegen waren, verloren teilweise ihr ganzes Erspartes. Geld für die geplante Hochzeit ging drauf. Leute haben ihr Erbe verzockt oder verloren ihre Lebensversicherung. Und die Zweifel auf einen erneuten Anstieg wurden immer größer. Schließt du deine Position und verhinderst, dass du noch mehr verlierst, verrätst aber die Leute im Subreddit? Oder hältst du und nimmst damit den Kauf, eventuell noch mehr zu verlieren? Und so vergeht eine Woche und noch eine Woche und der Kurs blieb weiterhin unten. Und nachdem Reddit-User eine Sammelklage gegen Robinhood eingereicht haben, weil sie vermuteten, dass Hedgefonds und Robinhood unter einer Decke steckten, gab es am 28.02. eine Anhörung. Auch Keith Gill war dabei, angeklagt von einem pleitegegangenen Investor, weil er angeblich Leute dazu getrieben hat, mit ihm zusammen den Markt zu manipulieren. Ob gemeinsame Sache gemacht wurde, weiß man bis heute nicht. Aber Robinhood und ein Hedgefonds namens Melvin Capital profitieren schon seit Jahren voneinander und haben zufällig einen Tag vor dem Entfernen des Knopfes miteinander kommuniziert. Hat jemand aus Ihrem Unternehmen Robinhood kontaktiert, um den Kauf von GameStop-Aktien zu verhindern? Gab es da jemanden? Absolutely not. Keith Gill sagt im Livestream, er hält die Aktie und glaubt immer noch an sie, während im Hintergrund ein motivierendes Katzenbild und das berüchtigte rote Bandana zu sehen ist. A few things I am not. I am not a cat. I am not an institutional investor. As for me, I like the stock. I'm as bullish as I've ever been on a potential turnaround for GameStop, and I remain invested in the company. Thank you. Cheers, everyone. Und das postet er auch auf Reddit. Er hält weiterhin, trotz eines 15-Millionen-Verlustes. Und somit entstand an diesem Tag eines der meistgelikedesten Reddit-Posts of all time. Der König der Affen hat gesprochen und seine Armee stand hinter ihm. Wenn er noch drin ist, sind sie es auch. Und diesmal hatten sie Verstärkung. Denn mittlerweile ging es um viel mehr als nur Geld. Es ging um Gerechtigkeit gegen die korrupte Börse. Und die Redditor waren diesmal vorbereitet, wie noch nie, sich ihr Geld zurückzuholen. GameStop is back! All the way to the fucking moon? We're not fucking leaving! As for me, I like the stock. Hold! It's almost back. We like the stock. We like the stock. This fair share is a bullshit concept. We're gonna buy GameStop. We're gonna fuck. Buy. Ban social networks to talk about buying short stocks. Die Leute schafften es mit geballter Kraft, den Preis nochmal auf $350 zu bringen. GameStop war überall. Melvin Capital verlor Milliarden an Dollar und ging komplett bankrott. Dicht gefolgt von anderen Hedgefonds an der Börse. Reddit-User schlugen die Investoren mit ihren eigenen Waffen. Und das Mitleid für die dadurch pleite gegangenen Hedgefonds war ziemlich gering auf Reddit. BOV, du bist ein Hedgefondsmanager. Und ab hier fing der Preis über die nächsten Monate an zu schwanken, mit der Tendenz bis heute zu fallen. Denn viele Leute verkauften, bezahlten ihre Rechnungen damit oder mussten nie wieder arbeiten gehen. Arme Reddit-User konnten plötzlich ihre medizinische Versorgung bezahlen und sich das erste Mal im Leben Luxus gönnen. Manche kauften sich ihr Traumauto oder nutzten ihr Geld für einen guten Zweck. Ah ja, und sehr viele im Subreddit haben angefangen, Gorillas zu adoptieren, weil Affe und so. Songs. Hi Wall Street Bets, thank you so much for this incredible support. Doch wie immer bei der Börse gab es auch einige Leute, die sich in die Aktie verliebt haben, weil sie hofften, dass sie irgendwann nochmal ansteigt. Denn so eine Trennung, eventuell ein Minus, kann für einige echt teuer werden. Und danach haben Hedgefonds noch versucht, ein paar Redditor anzustellen. Voraussetzung? Hohes Reddit-Karma, guter Meme-Geschmack, keine Ausbildung, ja gut. Und eine riesige Harambe-Statue wurde in der Wall Street aufgestellt, sinnbildlich für den Kampf der kleinen Redditor gegen die großen Investoren. Der immer noch aktienhaltende Keith Gill postete dann noch ein letztes Update und die Affenarmee löste sich so langsam, bis auf ein paar Verbleibende, auf.